jetzt gleich ein mit dem Blog Best Practice, also das Beste oder die guten, tollen Beispiele. Das ist ein neues Format für die APSI. Wir werden jetzt 10 Vorträge hören aus unseren Reihen, aus unseren Initiativen, die zeigen, was sie gemacht haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben, jeder 5 Minuten. Also es geht jetzt ganz flott. Die Zeitdisziplin ist wichtig und ich wünsche viel Spaß und viel neue Informationen mit dem Format. Und die Theresa macht jetzt die erste Antwort. Dankeschön, Werner. Der erste Referent kommt direkt aus Fürstenfeldbruck, Albert Thibut, und erzählt uns ein bisschen was über die Energieeffizienz bei der Erzeugung erneuerbarer Energie und geht dabei auf die Flächeneffizienz ein. Dankeschön. Also, hier Grund und Boden ist nicht vermehrbar, das weiß glaube ich jeder. Nein, Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Grund und Boden ist nicht vermehrbar, das weiß glaube ich jeder. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wo ist die meiste Energie zu gewinnen? Auf den Flächenbedarf, nicht auf den Flächenverbrauch. Und ich habe ja schon oft gehört, es gibt einen Flächenfraß bei erneuerbaren Energien oder bei Hausbau oder sonst was oder Fläche verbrauchen. Man kann keine Flächen verbrauchen, man kann sie nur gebrauchen. Das ist einmal ganz was Grundsätzliches. Wenn ich die Politiker immer her vom Flächenfraß, ich bin jetzt fast 70 Jahre alt, ich habe es noch nicht fertig gebracht, Fläche zu fressen. Und das müsste mal in den Medien beigebracht werden, dass das publik wird. Jetzt habe ich da das zu Papier gebracht, das habe ich selber auf ein Reißbrett gemacht, bis auf die Computerschriften, wo da drauf sind. Und hier sind die Erträge immer pro Hektar. Ich war im Außendienst, habe eine Kundschaft gehabt, die hat eine Kernelheizung gehabt, sagen wir, und da bringt ungefähr 5000 kW ohne Düngen und Spritzen vom Hektar Energie runter. Wenn man ein Rapsfeld hat, dann kann man ungefähr 15.000 Kilowattstunden Strom von einem Hektar ernten. Und wenn man bei Biogasanlage betreibt, wenn man Biogasanlage betreibt, immer auf die Fläche gesehen, geht er nicht anders, dann ist ohne Wärme 15.000, so eine grobe Zahl, Kilowattstunden, und mit Wärme 20.000 bis 25.000. Und wenn man dann ein Windrad hernimmt, das ist praktisch der Balken, dann kommt man auf 200.000 Kilowattstunden pro Hektar und Jahr. Und man hat dann noch die Fläche unter und neben dem Windrad, die kann man weiter landwirtschaftlich nutzen. Die nächste Balken ist der, das sehen Sie, das ist ja fast unendlich, das ist der Energieertrag auch bei der Photovoltaikanlage. Ob man jetzt da eine Dachanlage hernimmt oder das ist in dem Fall eine Freifläche, da ist der Faktor gegenüber den anderen Sachen, sagen wir, Multiplikator, jetzt kannst du noch ein Beispiel bringen, mittlerweile fast 100 oder 150, das steht da oben dran, das Kleingedrückte. Und das ist in meinen Augen so genial. Und wenn man dann das nächste sieht, wie weit, also mit einem Quadratmeter runterbrochen, mit einem Quadratmeter nachwachsenden Rohstoff, mit Rapsöl, kann man einen Kilometer oder 2 Kilometer fahren, mit der Energie, mit dem Öl. Wenn ich die gleiche Fläche mit einem Elektroauto fahre, mit dem Energieertrag von einem Quadratmeter, dann kann ich 1000 Kilometer fahren oder 1500, mittlerweile schon 2000 Kilometer. Und das ist der Faktor 1000 bis 2000. Und ich habe das schon so oft erzählt, bei uns im Gemeinderat habe ich das gesagt, habe ich wieder ein Beispiel gebracht, dann habe ich gesagt, mit der Energie von einem Rapsfilter kann man nicht mit dem Auto über Gemeinde hinausfahren. Und mit der Energie von der Photovoltaik kann man bis auf Flensburg fahren. Da kommt keiner mit, das kann keiner glauben, aber es ist einfach so. Ja, sagen wir, es werden dann mehrere Sachen, das wäre mir recht, sagen wir, wenn ich von der APSI aus, diese Folien habe ich auf Papier und ich würde die gerne am Aushang präsentieren, dass da jeder drauf und drüber schauen kann und man kann sich Gedanken machen, ist das ein Schmarrn oder ist das was Gutes? Ja, meine Zeit ist um. Ja. Vorstellung. Hängt die Folie irgendwo oder hängt das Plakat? Gleich. Und die Folien werden dann auch draußen haben wir sie nicht aufgehängt,
Die Folien werden dann digital nachher zur Verfügung stehen. Wir machen jetzt keine Diskussion an Josef. Es geht nicht um Rapsöl oder Sonne, sondern es geht darum, Rapsöl und Sonne vom gleichen Acker. Doppelnutzung vom Acker. Bitte missachtet dies nicht. Wir haben so wenig Flächen, dass wir die Flächeneffizienz steigern müssen. Und das geht mit der Agrarphotovoltaik. Doppelnutzung vom Acker. Stellt sein Projekt vor, der kann leider heute nicht da sein. Jetzt darf ich das kurz vorstellen. Ich kann es natürlich nicht so mit dem Nachdruck, wie wir es gerade gehört haben. Der Herbert macht seit 15 Jahren Solarbastelprojekte hier in der Region Berchtesgaden und im Salzburger Land, also auch länderübergreifend, hat er im Jahr rund 400 Kinder, die jedes Mal teilnehmen, also macht es sehr engagiert. Und er ist auch schon in einem höheren Alter und ruft jetzt nochmal auf, alle, die Interesse haben, er würde in einem Train-to-Trainer-Konzept sehr gerne alle unterstützen, dazu zu bringen oder die, die sich da berufen fühlen, das auch weiterzuführen. Er hat alle Materialien auf der Homepage, man sieht es da, die heißt solarbasteln.de, wo die Bauanleitungen drauf sind, wo die Einladungen schon vorgeschrieben sind, wie man die Kinder dann dazu bringt, wie man in die Schulen geht und so weiter. Er selber ist natürlich dann auch gerne dabei mit Rat und Tat und seine Erfahrungen darzustellen. Also jeder, der da Lust hat, sowas weiterzuführen, wenn man es natürlich bei den Kindern einpflanzen, die Gedanken dann wachsen sie. Das ist natürlich der ideale Punkt, wo man anfangen kann. Dann kommen wir auch schon zum nächsten, der Hans-Jürgen Frey vom Solarförderverein Amberg stellt auch ein Solarschulprojekt und weitere Projekte vor, ist ja ein wiederholter Teilnehmer unserer Tagungen und ganz bekannt unter den APSI-Mitgliedern. Deine Bühne. Ja, gleich. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zuhört. Wir sind ein kleiner Ableger des Solarenergieförderverbands von Aachen in Amberg, Amberg-Sulzbach. Und nachdem bei uns sehr viele Lehrer sind, sind wir natürlich in der Richtung auch ein bisschen, ja, wie gesagt, prädestiniert dafür, dass wir in die Schulen gehen und in die Kindergärten. Machen wir einfach mal weiter. Kann ich selber weiterschalten? Dann macht ihr das. Okay, danke. Ein Amberg-Projekt in Amberg findet alle zwei Jahre eine große Mobilitätsmesse statt, wo alle Autofirmen sich ausstellen und letztes Jahr ist uns gelungen, eine eigene E-Mobilitätsausstellung über zwei Tage zu gestalten, mit Unterstützung auch aus der Oberpfalz, auch von den Regensburgern her. Und die Presse war also sehr gut gewogen, gleich auf der ersten Seite ist unser Projekt vorgestellt worden, nicht VW und BMW. Und neben unserem Stand war Mercedes, man sieht hier unten das Gelände, wo wir vertreten waren. Bei Mercedes waren kaum Leute da, du wirst es bestätigen. Und bei uns war wirklich ein hoher Zulauf. Und vor allem das Besondere, es ist uns gelungen, alle derzeit verfügbaren Elektroautos, die auf dem Markt sind, zu präsentieren. Also vom ganz kleinsten bis zum Tesla X. Und das ganz Besondere war, die Leute durften auch mitfahren. Selbst der Tesla X-Fahrer hat sein Auto zur Verfügung gestellt und ich habe mir es fast nicht zugetraut. Der hat die Leute fahren lassen, obwohl ja, wildfremde Leute durften mit seinem Tesla S durch Amberg kutschieren. Okay, nächste Folie bitte. Genau. Ja, und ansonsten sieht man hier, dass wir natürlich vor allem auf die Kinder schauen und versuchen, da diesen Solargedanken vorwärts zu bringen. Der recht untere Bild hat sich auch sehr gut bewährt. Das sind sogenannte Solargespräche. Also weg von Vorträgen hin zu Gesprächen. Wir versuchen, dass die Gemeinden, wir schreiben alle Gemeinden an, dass die Gemeinde die Bauwilligen in einem Baugebiet direkt anschreibt. Wir haben die Adressen nicht. Die Gemeinde lädt ein und wir veranstalten dann dieses Solargespräch. Nach dem Motto, liebe Bürger, fragt uns Löcher in den Bauch und wir versuchen darauf Antworten zu finden. Sehr wichtig. Und dass wir in der Richtung hören wir noch was für die Möglichkeit, wie Gemeinden auf Einfluss nehmen können, dass in neuen Baugebieten wirklich jedes Haus solarmäßig ausgerüstet wird.
Nächste Folie, bitte. Ja, eine spezielle Sache ist auch die Geschichte mit der Steuer. Ich habe vor kurzem wieder erlebt, eine Frau ruft an und sagt, wenn ich das gewusst hätte, mit der saublöden Steuer hätte ich keine PV-Anlage gebaut. Weil die bürokratischen Hürden hier sehr groß sind und wir versuchen halt auch die Bürger mitzunehmen, Infoveranstaltungen durchzuführen, wo wir versuchen, dass die Leute vielleicht auch ohne Steuerberater, wenn sie das können und wollen, zurechtkommen. Nächste bitte. Ja, und die Energieschule selber ist ein Projekt, das schon einige Jahre läuft. Wir gehen also wirklich in die Schulen raus, wir halten Vorträge, wir gehen als Experten hinein und ich selber mache auch Lehrerfortbildung, schulhausinterne Lehrerfortbildungen mit dem Ziel, dass wir diese Solarenergie wirklich in die Schulen hinaustragen. Leider ist es so, dass es viele Schulen noch gibt, da ist eine PV-Anlage am Dach, aber die Lehrer wissen nicht, was damit los ist und deshalb unser Anliegen, das so durchzuführen. Wenn Sie weitere Beratung haben möchten, wie das mit den Energieschulen aussieht, gerne nachher bei mir. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Der nächste Referent heißt Andrea Zizatke und mit dem griffigen Vortrag Viele Hände, Energiewende. Dankeschön. Hallo. Hallo. Hallo erstmal. 2013 war ich beim APSI-Treffen in Salzburg, das war das letzte. Für mich ist es sehr interessant, wie viele neue Teilnehmer heute da sind. Es ist unglaublich, wie viele mehr Menschen das Thema jetzt bewegt. So. Die Energiewende sollte so einfach sein. Ist sie das wirklich? Fragezeichen. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage gut zugehört, es ist oft darum gegangen, wie kann man Menschen informieren, weil wie wir heute da sind, wir wissen ja alle, wie es gehen könnte, nur die da draußen wissen es nicht. Und in das habe ich die letzten zwei Jahre einiges an Zeit investiert und ein Tool gefunden, meiner Ansicht nach, mit dem man mit anderen Menschen gut sprechen kann. Ich bin davon überzeugt, dass Sie die letzten zwei Tage etwas gemacht haben, jeder von Ihnen, und ich rede jetzt nicht vom aufs Klo gehen, sondern Sie haben sich einmal aufs Handy geschaut. Ich selber als Vater von zwei Kindern, zwei Töchter, die bald, Sie nicht? Wunderbar. Die bald sozusagen ins pubertierende Alter kommen und nicht zuhören, manches Mal. Sobald man das Handy einschaltet, sind sie da. Und das ist einfach etwas Interessantes. Und ich denke, das kann man für die Energiewende auch gut nutzen. Ich würde das gerne ausprobieren. Möchte jemand von Ihnen die E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen und ich würde Ihnen das gerne schicken. Wunderbar. Sofort. Sehr gut. Kann man zu Lavirus verbreiten. Was wird mit einer geschickt? Schauen Sie vielleicht mal kurz gleich nach, bitte. Bekommen? Spamfilter wahrscheinlich. Okay, gut. Ist da? Wunderbar. So könnte es funktionieren. Ich bin persönlich Elektrotechniker. Vielleicht einmal kurz weiterschalten, bitte. Ja, super. So. Wir haben unser Haus umgebaut, dass wir eine Inselanlage haben mit Batteriespeicher, begonnen 2013, wo das noch nicht in aller Munde war. Ich kann sagen, das funktioniert wunderbar. Es ist super. Wir haben den vollen Komfort im Haus bei keinem Blackout-Risiko mehr, wenn man so will. Und durch meine Tätigkeit als Automatisierer komme ich weltweit sehr viel herum und spreche auch dort überall mit den Menschen und bin leider immer wieder negativ fasziniert, wie wenig die Leute, mit denen ich über das Thema spreche, darüber wissen. Und deswegen habe ich auch sozusagen das kreiert, dass man sich dann selber weiter nach dem Gespräch informieren kann. Danke sehr!
zur CO2-freien Produktion von Buchweizen ein Versuch. Ja, vielen Dank. Ganz kurz, ich habe 4 Folien, den Werner hat es fast vom Stuhl gerissen. Ich glaube, ich die in 5 Minuten schaffe, also ich probiere es und werde mich beschränken auf die wichtigsten Fakten. Was wir machen beim ERGON e.V. Ist ja ein Verein, sehr bekannt in München in Bezug auf die Energiewende. Aber neben der Energiewende mit Photovoltaikanlagen ist eine wichtige Säule sind die Gemeinschaftsgärten. Und da haben wir den Waldschmausgarten gegründet und haben hier aber ein Förderprojekt gestartet. Wir haben vom Bundesministerium Geld bekommen, Klimaschutz auf kurzen Wegen heißt es. Da haben wir eben Unterstützung bekommen für diesen Gemeinschaftsgarten. Fernziel des Gartens ist die Ernährungssicherheit und dass man eine solidarische Landwirtschaft aufbaut, die jetzt hier getestet wurde in diesem ersten Projekt, in einem Piloten mit dem Biolandwirt Schlickenrieder. Und mein Ziel war, ja, wenn wir schon Buchweizen produzieren, dann sollte der auch möglichst CO2-frei sein. Ich habe es probiert, habe ich dran gemacht und mal angeschaut, okay, was ist denn möglich überhaupt aktuell? Hintergrund auch noch, ich bin Hobbyimker und der Buchweizen, wie man hier sieht, ist eine wunderbare Blühpflanze, ja, ist wunderbar für den Artenschutz, wird aber kaum angebaut in Bayern. Gut, für das Förderprojekt habe ich so ein bisschen Literatur angeschaut und da gibt es eine IFOL-Studie, die das so untersucht hat, schon mal, was dahinter steht, okay, wo sind die CO2-Quellen, wo? Für zum Beispiel Tomaten hier, und da sieht man, okay, es sind fast 3 Kilogramm CO2, die emittiert werden bei Tomaten. Und wenn man jetzt mal anschaut, was ich geschafft habe mit dem Buchweizen, dann bin ich bei fast ein halbes Kilogramm Buchweizen, Kilogramm CO2 für 1 Kilogramm Buchweizen gelandet. Und nur ganz kurz, es gibt kaum andere Lösungen. Ich habe es nicht geschafft, weniger zu machen. Und zwar die Sache mit den Traktoren und Mähdreschern, da gibt es keine Technologien, die keinen Diesel verwenden. Die Trocknung des Buchweizens war mit der Gewässerungsanlage, da hatten wir keine Emissionen. Das Umfüllen und dann der Transport zur Mühle, da musste ich leider einen Transporter mieten, ja, 10 Liter auf 100 Kilometer, hat mir sehr weh getan, aber ging nicht anders. Und dann hatten wir eine Mühle gefunden in Österreich, die CO2-neutral arbeitet mit Wasserstrom und die das machen konnte. Gut, also man sieht, man hat kaum Möglichkeiten aktuell, es gibt bestimmte Hürden, die man nicht nehmen kann, da muss dringend gehandelt werden. Noch ein Thema, was ganz wichtig ist bei so einem Gemeinschaftsgarten. Der Lesch hat ja gestern berichtet davon, dass man zu sich zusammenschließen sollte und zusammenarbeiten sollte. So ein Gemeinschaftsgarten ist ein wunderbares Labor, mal zu testen, was passiert, wenn man so sich zusammenschließt. Es ist sehr interessant, die einzelnen Menschen kennenzulernen. Aber was es natürlich braucht für sowas, ist sehr, sehr viel, dass man den noch akzeptiert, so wie er ist und manchmal auch bestimmte Hürden geht. Gut, vielen Dank. Hier noch eine Veranstaltung in Richtung Bodenschutz, Humusaufbau. Da geht es um die. Die Veranstaltung ist nur noch am 8.3. Kann ich nur jedem empfehlen zu kommen. So, und dann danke Oliver. Und dann kommt als nächstes der Matthias Hübmann, der uns das Tollhaus, den Tollhauseffekt, das Buch vorstellt und deine Bühne da genau einfach. Ja, also mein Name ist Matthias Hübmann, ich komme vom Landesverband Fang der DGS, also DGS ist sicherlich bekannt und ich bin vielleicht visuell nicht so bekannt, aber ich mache seit über 10 Jahren die Zeitschrift Sonnenenergie verantwortlich und seit ungefähr 20 Jahren die DGS News. Also ich schreibe sehr viel. Ein Hobby ist auch, dass ich so ein bisschen Bücher schreibe und Texte übersetze. Also gerade im Bereich Klimaschutz, Klimapolitik gibt es sehr viele interessante Publikationen auf der englischsprachigen Presse.
die bei uns aber eigentlich nicht vorkommen. Und das mache ich ja gerne in der News mal ab und zu. Und ein Faible ist halt auch, Bücherkritiken zu schreiben. Und da bin ich mal vor 2 Jahren ungefähr auf der Homepage, auf dem Blog von Stefan Rahmsdorf, vom Big, auf ein Buch gestoßen, das ist der Michael Mann, also auch ein bekannter Klimaforscher, vielleicht sogar der bekannteste in Amerika, der die Hockeyschlägerkurve kreiert hat oder publiziert hat, der zusammen mit einem Karikaturisten, mit dem Tom Towles, der ist Pulitzerpreisträger, Washington Post Karikaturist, ein Buch veröffentlicht, das heißt Madhouse Effect, und das habe ich besprochen und dann habe ich mir irgendwie gedacht, eigentlich wäre das auch was für den deutschen Leser. Es ist zwar amerikanisch, ich sag mal, geht halt sehr viel um die amerikanische Politik, aber es ist dann, der Inhalt ist im Prinzip auch für uns äußerst relevant. Und zwar, es geht um die Klimaskeptiker, die sogenannten Skeptiker. Und das Buch hilft ungemein in der Argumentation gegenüber diesen Leuten, gegenüber dieser sehr mächtigen Lobbygruppe. Und es ist, hat ein bisschen eben Humor, wie man diesem einen Bild eben sehen kann. Ist bissig, liest sich sehr schön, ist aber auch nicht unbedingt angenehm vom Inhalt. Also, wie die Tagung. Es ist ein bisschen so, ein bisschen wie Harald Lesch das auch gebracht hat. Also, die Probleme sind groß, aber er zeigt auch Lösungswege an. Also ich kann es nur empfehlen, man kann es hier auch erwerben, wenn man will. Wenn man hier rausgeht rechts beim Verlag Solare Zukunft, bei Christian Dürschner, der hat es für mich verlegt. Und ja, das war's schon. Super, vielen Dank. Ich kann nur einladen, das zu lesen. Also es ist sehr spannend, die Gedanken so mancher und Amerikaner damit zu verfolgen und was es da gibt. Na, vielen Dank, dass es auf Deutsch übersetzt wurde. Ich lese immer gerne im Original, aber ich glaube, für die meisten ist es einfacher von der Arbeit her, dass das gemacht wurde. Als nächstes steht der Gerhard Kreutz auf unserer oder auf meiner Agenda. Er kann leider heute nicht da sein. Damen Presenter, weil er krank geworden ist und sich eben entschuldigen lässt. Auch ich darf jetzt das ganz kurz zusammenfassen. Ich kann es natürlich nicht oder gar nicht in der Tiefe. Er hat ein Projekt, das er vorstellen will, das sich nennt BHKW statt Atomkraft, also KAKW. Kern- und Atomkraft, danke. Es sind alle eingeladen, die sich jetzt da weiter informieren wollen, denke ich, direkt auf den Gerhard zuzugehen. Hier unten haben wir nochmal die Adresse auch drauf. Die Kirchberger und der Gerhard sind ja jahrelang auch immer mit dabei und haben ja auch die sehr spannenden Filmprojekte, die sie da auch immer vor Ort produzieren. Also wer sich für das Thema interessiert, kann da mit ihm dann entsprechend in Kontakt treten und sich Informationen haben. Auch da nochmal alle Folien aus dem Best Practice Teil gibt es dann auch zum Download nachher bei uns auf der Homepage und von der Veranstaltung hier. Also man kann das dann alles nachlesen oder ihr macht Fotos. Okay, und dann gebe ich schon wieder an die Nathalie weiter mit der Moderation. Dankeschön. Und ich freue mich jetzt, ehrlich gesagt, ganz den Björn Freitag begrüßen zu dürfen, der ehemalige Klimaschutzmanager von Rosenheim, der eben über das Rosenheimer Photovoltaik-Kataster berichtet und die Bedeutung des Klimaschutzmanagement-Netzwerks allgemein. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Auch für Gott. Also 5 Minuten, 2 Folien. Mikrofon, schon jetzt sind es drin weg. Okay, also ich werde etwas berichten über das Photovoltaik-Kataster. Und zwar, im Prinzip, wahrscheinlich gleich. Es gibt ein Photovoltaik-Kataster und dieses gibt es nicht, weil ein Klimaschutzmanager das wollte, sondern viele zusammengearbeitet haben.
Ich gehe jetzt nicht auf die Webseite, Sie können sie jetzt alle anschauen, solarkataster-rosenheim.de, bitte draufgehen, eine Gemeinschaftsarbeit. Ich möchte euch berichten, was hat dazu geführt, dass wir das überhaupt haben. Und das war gar nicht so einfach. Ich bin ehemaliger Klimaschutzmanager, mein Budget waren für das Jahr 2017, wo wir es eigentlich beschlossen haben, hatte ich 20.000 Euro, um Rosenheim im Prinzip auf den richtigen Weg zu bringen. Ist kein Problem, kann man alles machen. Ich habe angefragt, hat ein Photovoltaikkataster eine super Sache. Und da habe ich angefragt, was das Ganze kostet. Kostenvoranschlag allein für die Stadt Rosenheim waren 25.000 Euro. Na, okay, gut, schöner Plan, aber zu teuer. Und in der zeitgleichen Zeit hat sich der Martin Korndorf aus Kolbermoor gleich den Mann auch die Gedanken gemacht und wollte auch gerne ein Photovoltaikkataster mit dem ähnlichen Ergebnis für ihn. Jetzt haben wir hier in Rosenheim eine wunderbare Institution, wir haben nämlich den Landkreis. Und der Landkreis unterhält auch eine Klimaschutzstelle mit dem Herrn Weißenbacher und seinem Team. Und der Landkreis organisiert Vernetzungstreffen. Und was ist passiert? Wir saßen eines Tages oben in den Alpen auf einer wunderschönen Hütte und haben uns unterhalten, was wir gerne denn Projekte hätten. Und da haben wir festgestellt, es gibt mehrere Leute, die das Gleiche wollen. Und unterm Strich haben wir festgestellt, wir wollen das Gleiche machen. Wir sind zum Herrn Weißenbacher gegangen und gesagt, okay, bitte nehmt doch die Landtagsgemeinden mit. Fragt, ob wir auch alle gemeinsames Interesse haben. Wir zahlen für ein landkreisweites Kataster 25.000 Euro, also das, was die Stadt alleine gezahlt hätte. Und wir haben es dann so ausgeknobelt, dass jede Gemeinde, die mitmacht, anhand ihres oder auf Basis ihrer Einwohner im Prinzip einen Beitrag dazu leistet. Also wenige hundert Euro für kleine Gemeinden. Stadt Rosenheim hat mehr gezahlt, aber konnte es dann auch leisten. Das haben wir geschafft. Wir haben es deswegen umsetzen können, weil wir ein Klimaschutzmanager-Netzwerk haben. Die Klimaschutzmanager sind unglaublich wichtig, auch wenn sie von vielen unterschätzt werden, weil sie wissen, wen man anfragen kann, wer etwas umsetzt in der Gemeinde. Und wenn diese Leute sich vernetzen, das dauert eine Zeit, bis eine Struktur aufgebaut ist, bis diese Struktur funktioniert und wirkt. Der Klimaschutzmanager ist eigentlich im Prinzip immer so lange gefördert wird, ist ja ganz toll. Und wenn es dann darum geht, ihn auch ohne Förderung weiterzubehalten, ich bin kein Klimaschutzmanager mehr. Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige, der dieses Schicksal zuteil wird. Insofern pflegen Sie Ihre Klimaschutzmanager, pflegen Sie Klimaschutzmanager-Netzwerke, es lohnt sich, es kommen tolle Projekte dabei raus. Dankeschön. So, dann darf ich als nächstes den Herrn Stangelmeier von den Solarfreunden Moosburg bitten, der uns von einem ganz spannenden Neubauprojekt berichtet, wie das Ganze ohne Öl und Gas vonstatten geht. Hans, deine Bühne, bitteschön. Ja, grüß Gott, liebe Solarfreunde. Moosburg baut für die Zukunft. In Moosburg haben wir ein Baugebiet ohne Öl und Gas. Fossile Energien sind dort ausgeschlossen per Kaufvertrag. Moosburg hat einen Klima- oder einen Energiewendebeschluss 2007 gefasst, wo drin steht 100% erneuerbare Energien bis zum Jahre 2035. Die logische Konsequenz dabei, wenn ich heute neu baue, kann es eigentlich Öl und Gas nicht mehr geben. Das haben wir also in Moosburg erreicht. Ein Neubaugebiet anbauen heißt das, da sind also insgesamt 59 Parzellen, davon 54 Einfamilienhäuser und Doppelhaushälfte und auch 8 Bauparzellen, wo Sonnenhäuser entstehen werden. Der Stadtrat hat am 4.9.2017 beschlossen, zur Weiterverfolgung der beschlossenen Energiewende die Unterlassung von fossilen Energieträgern in den jeweiligen Kaufverträgen festzuschreiben und die Verwaltung zu beauftragen, ein Förderprogramm für den Einsatz von erneuerbaren Energien zu erarbeiten. Jetzt im Januar 2019 wurde das Förderprogramm vorgestellt und der Verkauf von diesen Grundstücken hat begonnen. Die Ziele der Solarfreunde Moosburg waren, wir wollten zumindest fossile Energieträger in einem Teilbereich kategorisch eben heraus haben. Und langfristig sollten also alle Neubauten ohne Öl und Gas, also auch sagen wir nicht in einem Baugebiet, sondern alle eben ohne Öl und Gas bewerkstelligt werden. Und
Es ist so, wir haben also einen schriftlichen Antrag an die Stadt gestellt, dass also auch andere Baugebiete, die heute jetzt erfolgen, auch diesem ersten Baugebiet folgen. Und letzte Woche war also auch der Beschluss mit einem Grundstückbesitzer, also der, wo die Grundstücke nicht der Stadt gehören, dass er also das gleiche Ziel verfolgt. Ja, die Maßnahmen, also laufende waren, wir haben also vor rund 3 Jahren eine öffentliche Initiative gestartet, unter anderem auch eine Unterschriftenaktion, keine fossilen Energieträger in dem Baugebiet zuzulassen. Wir haben dann bei der Ausarbeitung dieses Förderprogramms mitgewirkt. Wir haben also sogenannte Grundmodelle entwickelt, da werden also, wird beschrieben, wie die Gebäude halt beheizt werden können, weil wir wollten die Leute natürlich nicht alleine lassen mit dem. Und unsere aktuellen Informationsangebote sind, wir haben einen Vortragsabend gehabt letzte Woche, wo es also genau um dieses Thema gegangen ist. Wir haben am 13. und 14. April die Moosburger Solartage mit entsprechenden Fachvorträgen und Ausstellern dazu. Wir machen Exkursionen, wo wir also solche Beispielgebäude eben anschauen, geben also da Hilfestellung und machen natürlich auch entsprechende Orientierungsberatungen. Also wir geben Hilfestellung bei der Umsetzung. Und unser Appell oder unser Aufruf an Sie, an die ganzen Solarinitiativen, aber auch an die Kommunen, zukünftig eben ohne Öl und Gas zu bauen für Klimaschutz und Energiewende, sollten alle Neubauten. Alle Neubauten, also nicht nur in Neubaugebieten, überall ohne Öl und Gas verwirklicht werden. Und wenn es in Moosburg gelingt, dann müsste es überall gehen. Und es muss überall gehen, weil sonst werden wir unsere Ziele nicht schaffen. Ich habe hier einen Flyer hier vorne ausliegen, wer sich also dafür interessiert, da ist also das Förderprogramm und auch sonst zum Baugebiet einiges da drinnen. Und wenn noch weitere Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Danke. Er wurde schon mal erwähnt. Er hat letztes Jahr die Absi-Tagung in Erlangen organisiert. Ich darf jetzt Christian Duschner begrüßen mit dem Vortrag in kurz Sophie, solare Offensive für Photovoltaikanlagen im Eigenheim. Dankeschön. Ich war es natürlich nicht alleine, sondern es war der ganze Verein der Energiewende, der es organisiert hat. Und ich möchte heute kurz meine neue Freundin vorstellen, die Sophie. Ist der eingängige Begriff für in Langform solare Offensive für Photovoltaikanlagen im Eigenheim. Merkt sich natürlich keiner, aber so viel, denke ich, kann sich dann schon jeder auch entsprechend merken. Und die Idee dahinter ist, die klare Aussage, Photovoltaikanlagen sind wirtschaftlich. Sagte ich das nicht schon? Photovoltaikanlagen sind wirtschaftlich. Das ruht natürlich auch wieder auf vielen Schultern, weil wir zum einen uns natürlich das Recht auf Sonne, was wir bei der APSI letztes Jahr beschlossen haben, zu Herzen genommen haben. Dann gibt es schon Bürgersolarberatungen, zum Beispiel vom Beschnitztal. Und dann hat die DGS letztes Jahr in Niederbayern das Jahr der Photovoltaik ausgerufen. Und der Volker Quaschning hat es ja auch gestern wieder gesagt, Leute, macht die Dächer voll. Das ist eigentlich auch unsere Motivation mit der Einschränkung, dass wir sagen, Photovoltaikanlagen sind wirtschaftlich, sagte ich bereits. Aber besonders eben im kleinen Bereich bis 10 kW, weil da müssen wir uns um die ganze Bürokratie nicht kümmern. Da gibt es keine Sonnensteuer, 9,9 kW auf die Dächer und vielleicht dann nach 2 Jahren nochmal 9,9, wenn es das Dach hergibt. Aber erstmal diese 10 kW sollten genutzt werden. Der Ablauf ist dann letztendlich wie folgt, dass wir ehrenamtliche Berater haben, die wir geschult haben, die sozusagen von Nachbar zu Nachbar, aber in einem gewissen professionellen Rahmen, weil der Nachbar weiß ja vielleicht nicht, dass die PV-Anlage wirtschaftlich ist, oder er hat selber keinen Nachbarn, der eine hat, den er fragen kann. Das heißt, er kann sich dann entsprechend über diesen Berater informieren. Der Kontakt läuft, weil sie auch neutral sein muss, dankenswerterweise über den Klimaschutzmanager, da haben wir dann wieder, vom Landkreis Erlangen-Höchstadt, wo die Leute anrufen und sagen, ich hätte gerne Beratung, und egal, ob der jetzt aus dem Norden, aus dem Osten, aus dem Süden ist, dann wird er sozusagen einem Berater dann zugeteilt, der in der Nähe ist, damit wir das auch von den Wegen her einigermaßen kurz halten können. Nach dieser Terminvereinbarung kommt der Berater ins Haus und sagt eben,
was ist Ihr Beratungsbedarf? Muss ich als Photovoltaikanlage erklären oder was konkret in dem Haus umzusetzen wäre? Also geht auf die Wünsche ein, also die Fragen, die derjenige, der beraten möchte, halt haben möchte, dann so weit wie möglich zu klären. Das Ganze ist kostenfrei. Wir hatten am Anfang vorgesehen, dass wir zumindest 50 Euro für diese Beratung nehmen, weil wenn jemand 10.000 Euro für eine PV-Anlage ausgibt, dann kann er auch 50 Euro dafür bezahlen. Die Berater haben dann abgestimmt und gesagt, nein, wir machen es also komplett ehrenamtlich, bitten aber um eine Spende für den Verein in Höhe von 50 oder 60 Euro. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie sich das dann auch entwickelt. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass die Beratenden dann eigentlich sagen, okay, dann zahle ich es halt über die Spende. Das ist ja dann auch in Ordnung. In einer zweiten Stufe sollen dann sozusagen die Berichte erstellt werden, die dann eine Empfehlung geben, wie groß die Photovoltaikanlage sein kann, damit der potenzielle Anlagenbetreiber dann mit seinem Installateur, ich sag mal, fast auf Augenhöhe auch reden kann. Und wenn er dann mindestens zwei Angebote hat, dann werten wir die auch aus. Das ist dann wieder eben kostenpflichtig, um dann letztendlich auch die Beratungsqualität sicherzustellen und dann zu sagen, hier, da gibt es eine klare Vergabeempfehlung für das Angebot A oder die sind gleichwertig, du kannst dich frei Schnauze entscheiden oder die drei taugen alle nichts, bitte geh nochmal zu einem vierten Installateur oder lass die einfach nachbessern. Ja, das wäre es soweit von meiner Seite gewesen. Wenn Detailfragen sind, gerne bei mir am Büchertisch, dann können wir in der Mittagspause da nochmal drüber reden. Dankeschön. Vielen Dank, Christian. Jetzt sind wir gerade wieder beim Thema. Jetzt kommt der nächste Klimaschutzbeauftragte, dieser von der Gemeinde Poppenried, der Herr Stauber, mit dem Thema, wie ihr es in Poppenried geschafft habt. So, wer ich bin, das können Sie alle ablesen. Unter anderem ein Klimaschutzbeauftragter der Gemeinde Poppenried. Manche sind gar nicht mehr so froh in der Verwaltung und einem Gemeinderat, das mich dazu gemacht haben. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Energiewende auch von unten heraus erfolgen muss. Und das ist auch meine Aufgabe mit. Und wir haben immer ein neues kleines Baugebiet mit 15 Einheiten. Und da konnte ich den Gemeinderat dazu bewegen, das als Energiesiedlung auszuweisen, war gar nicht so einfach. In erster Linie sollte dann die Umsetzung von vernünftigen Maßnahmen eben durch Beratung und finanzielle Anreize erfolgen. Die gemeindliche Förderung wird dann in einem Bonussystem erfolgen, das kommt dann später noch, zeige nur genau. Und die Bauwerber sollen eben dadurch angeregt werden, etwas zu tun. Eine Fördervoraussetzung ist auch, dass diese Maßnahmen ab Einreichung des Bauantrages innerhalb von 3 Jahren umgesetzt werden. Das müssen die dann auch der Verwaltung nachweisen. Und nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages, dass ich eben auch die Möglichkeit bekomme, sehr zeitnah mit diesen neuen Grundstückseigentümern zu reden, um eben auch noch Einfluss auf die Gestaltung von so einem Bauwerk nehmen zu können. Die Idee stammt nicht von mir, sondern ich habe letztes Jahr auf einer Weiterbildung vom BN, den Bürgermeister Zirngiebel aus der Gemeinde Aschau kennengelernt. Das liegt im Landkreis Straubing-Bogen. Die haben das in ähnlicher Form entwickelt und es wäre für mich sehr, sehr schwer gewesen, wenn dieser Vorreiter nicht gewesen wäre, dass man sagen kann, sowas gibt es schon, sowas ist schon gemacht worden, das auch in meiner Gemeinde umzusetzen. Poppenried liegt im Landkreis Amberg-Sulzbach.
So schaut es eben aus, das Förderprogramm. Einmal in der ganz linken Spalte sehen Sie die Maßnahmen. Insgesamt ist also eine Förderung möglich von 7,50 Euro je Quadratmeter, das eben dann im Nachhinein, wenn die Maßnahmen durchgeführt werden, wieder erstattet werden. Ich habe es jetzt bloß einmal, die Grundstücksgrößen liegen so zwischen 500 und ca. 700 Quadratmeter und es ist eben eine Rückerstattung möglich, die so zwischen 4.000 und 5.500 Euro liegen wird, wenn alle Maßnahmen durchgeführt werden. Ich zeige jetzt bloß mal nur kurz diese Maßnahmen auf. Im Photovoltaik ist ein Schwerpunkt, mindestens eine 5 kW-Anlage, dann ein Speicher, Standard beim Hausbau eben, was mir auch noch wichtig war, eben, dass in der Garage möglichst gleich Wallbox eingebaut wird. Wer nähere Infos haben will, meine Internetadresse ist, meine E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet, kann gerne Kontakt aufnehmen. Dankeschön. So, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum letzten Vortragenden aus der Runde, den Hans Zeuner. Und das ist ein ganz spannendes Projekt oder Leistung, die er uns vorstellt, und zwar wie man Windkraft in Bayern machen kann und auch trotzdem eine hohe Akzeptanz herstellt in der Bevölkerung, die drum wohnen. Ich weiß das, weil ich selber in einem Projekt involviert bin und war, wie Herausforderung das ist. Hans, deine Bühne, stell uns vor, was ihr gemacht habt. Danke für die Einführung. Kurz zu mir, ich bin der Zeuner Hans. Ich bin aus der Gemeinde Bruck im Landkreis Ebersberg. Das sind von da ca. 35 Kilometer. Bei mir auf dem Hof habe ich verschiedenste PV-Anlagen mit Batteriespeicher, habe Solarthermieanlagen mit einem Eni-Speicher und einer Holzheizung und ein Elektroauto. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Solar, alles super, aber hauptsächlich im Sommer und am Tag. Und darum ist die Idee entstanden mit der Windkraft. Ich muss jetzt ein bisschen ausreden, wie das Ganze entstanden ist, da darf ich mich nicht selber loben. Entschuldigt haben, wie es in Bayern öfters einmal so ist, die Frauen. Bei uns war das so, dass uns unsere Frauen gezwungen haben, sage ich jetzt einmal, zum Kinderfasching zu mitgehen und wie das da in Bayern so üblich ist, die Väter sind auch am Tisch beieinander gesetzt und haben miteinander Bier getrunken und da ist die Grundidee entstanden, dass man ein Windrad baut. Das Ganze hat man natürlich dann später ohne Bier weiterverfolgt. Was ich ganz, ganz wichtig finde, also finde das falsch, das Allerwichtigste bei uns, glaube ich, dass man die Bürger mitnimmt, dass alle Bürger, alle werden wir nicht schaffen, das sind immer alle dagegen, aber dass die Bürger da beteiligt sind. Und da bin ich ein Stück weit stolz drauf, dass bei uns in meiner Heimat, dass ich das geschafft habe, dass alle Nachbarn da mitgemacht haben. Wir stehen jetzt vor unseren Turm dort, da steht der Spruch drauf, den haben auch die Leute entschieden. Wir können den Wind nicht ändern, aber unsere Richtung. Und, das war ein ziemliches Hickhack, wie das auch so ist mit der Genehmigung. Die Bauphase, kann man im Vergleich so sagen, die Bauphase war dann circa 3 Monate, im Gegensatz zum Genehmigungszirkus, sage ich jetzt einmal, vor knapp 6 Jahren. Aber das ist ja so. Auf alle Fälle jetzt nur mal zurück zu dem Windrad, das ist jetzt ein kleiner Teil von den ganzen Familien. Das Windrad gehört zu 100% der Nachbarschaft. Also nur zu 100% die Leute. Kein Konzern, kein nichts, nur die Leute selber. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, dass man das irgendwie schafft, dass man die Leute zusammenbringt. Und begeistert. Man kann nicht sagen, man muss die Leute irgendwie überzeugen, man muss die Leute begeistern. Und das ist momentan, mir kommt zuvor bei uns in der Gegend irgendwie Aufbruchstimmung. Seit wir das Radl haben, ich zeige es jetzt mal, ich glaube da oben ist. Na, falsch.
So sieht man es jetzt von der Entfernung, wird es zwischen den Dörfern, da steht es jetzt da. Die Leute immer begeistert, dann nimmt man das ganz anders wahr. Das ist jetzt meine Heimat, das ist meine Anlage, das ist mein Strom, das ist meine Versorgungssicherheit, das gehört zu uns. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Leute da mitziehen kann. Und seit wir jetzt die Anlage in Betrieb haben, das ist jetzt seit 16. Dezember 2016, läuft es jetzt, werden wir rund 100 und neue, quasi, ich kann es nicht genau beziffern, Führungen gehabt haben. Der Zulauf, die Begeisterung ist ungebrochen. Das stimmt mir jetzt schon positiv. Jetzt haben wir vielleicht im Landkreis Ebersberg eventuell ein paar Nachfolgerkonstellationen, die auch sowas ins Leben rufen wollten, möchten. Ich glaube, dass da was wird. Ich glaube, dass wir in 5 Jahren nicht mehr die Einzigen im Landkreis sind. Aber das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, dass die Leute das wollen. Und dass wirtschaftlich zum Betreiben ist, steht auch fest, wenn es nicht funktioniert, dass man drauf zahlt, ist es spannend, das ist klar. Aber natürlich muss man da spitz rechnen und das ganz genau kalkulieren. Und auch mit den Herstellern da, die müssen da Abstriche machen, damit halt das wirtschaftlich bei uns zum Betreiben ist. Wir sind jetzt da im Gegensatz, wenn man das anschaut, von der Entfernung zur Ortschaft, im Gegensatz zum, wie sagt man da, zur 10-Horst-Regelung AA, heißt das Ganze. Wir sind 430 Meter von der Wohnbebauung weg, von Hamburg. So knapp sind wir da dort. Aber das ist mit den neuen Anlagen überhaupt kein Thema mehr, der Schall. Das ist wie bei neueren Fahrzeugen, bei allen neuen Sachen, die werden immer leiser. Wichtiger ist, jetzt kriege ich noch einen Nuller, die Zeit ist um. Wichtiger ist der Schatten. Da muss man genau schauen, dass man mit dem Schattenschlag das Ganze so positioniert, dass man nicht mit der Nachmittagssonne auf der Terrasse halt irgendwie Schattenschläge hat. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man das im Griff hat. Geile Folie. Danke. Jetzt haben wir gerade unseren Klimaschutzmanager, wo wir schon gehört haben, dass das sehr wichtige Leute haben, nur einen Termin gesagt. Bei uns am Radl in Hamburg findet am 29. Juni, das sogenannte Ebermuck-Festival statt, das wo in Kooperation vom Landkreis Ebersberg und Landkreis Minger da veranstaltet wird mit verschiedensten Infostände und ganzes Tagesprogramm wird da stattfinden. Da wird es noch mehrere Sachen dann geben. Danke für die Aufmerksamkeit. Für das tolle Projekt. Jetzt bei der ganzen Session, die letzte Stunde, haben wir gesehen, wie bunt die Energiewende ist und wie vielfältig, mit welcher Kraft und Power wir das voranbringen. Und nachdem wir gestern mehr problemorientiert gehört haben, was man nicht machen darf, war das jetzt sehr schön und für mich auch sehr wichtig, dass wir jetzt mal gesehen haben, was wir machen müssen, was wir machen können und was wir auch schon machen und wie wir es noch besser machen können. Und damit wünsche ich euch jetzt erstmal...